Hallihallo, meine lieben Freunde da draußen, zum Herbstfinale dieses dritten letzten Jahres hier in Stardew Valley. Also, nicht unbedingt mein letztes, aber letzte Staffel sozusagen. Es ist der 25. des Herbstes, wir haben also 4 Tage vor uns, deswegen die Folge wird etwas länger. Und, Geist sind sehr glücklich, das ist gut. Ich will mich auf jeden Fall wieder in die Minen, um dort weiter die Monstererfolge zu vollbringen. Ich habe so das Gefühl, das war mir... Achso, ich habe ja noch ganz viel zum Wegpacken von gestern. Von letztem Mal. Dann, hier ist die Silbernuss. Indischer Glasfels haben wir eigentlich genug da. Brauche ich den hier nicht unbedingt wegpacken. Aber hier sind ja noch ein paar Sachen für... Also the fridge and for the treasures here and for this here another magnet ring. Und ein neues Ei. Das Schleimei. Lass mal den Schleim hier rein. Erz hier. So, das andere Schleim auch hier rein, so. Nicht zu viel Zeit lassen, sondern bald wieder runter. Das ist das Ziel. Jetzt haben wir noch eine große Ernte hier. Und selbst für Weizen wird die Zeit jetzt zu kurz. Noch eine zu wagen, deswegen ist es das jetzt heute. Dann können wir das Feld bald für den Winter wieder gerade machen. Bevor es dann im Frühling wieder richtig arbeitsintensiv werden wird. Würden wert. Wir haben auch noch irgendwas fertig. Nein, gerade nicht. Gut. Ganz China-Kohl, der noch kommen wird hier. So. Ja, hier muss nicht rein. Nee, doch, hier muss was rein. Und zwar die Frühlingssaat hier. Also die... Das bisschen Mischsaat, was ich habe. Soweit, so gut. Ein bisschen schniefnäsig bin ich anscheinend. Ich bitte das zu entschuldigen. Ja, das bringen wir mal kurz rein. Und ich wollte ja noch in den Keller gucken, das habe ich eben ganz vergessen. Was da noch eventuell los ist. Ah ja, immerhin 2 Weine. So, haben wir jetzt alles? Jetzt haben wir alles. Gut. Tiere noch und dann ab in die Minen. Ich glaube, heute ist wieder Großmelkerei. Ist heute große Eierei hier. Und große Wöllerei.
Charaktere sind alle jetzt wirklich gut eingestimmt auf mich. Ich umkehre auf sie. Bald kommt die Phase, wo wir Trüffelöl aufheben müssen. Also jetzt nicht bald, sondern in 2 Tagen. Eigentlich muss ich jetzt schon mal aufpassen, weil es kann auch sein, dass die nächsten Tage nur noch regnet und dann kommen die Tiere gar nicht mehr raus. Natürlich. Zielt er da wieder auf den. Tschüss. Dreimal Eichenharz. Hervorragend. Das heißt, ich kann noch 3 weitere Weinfässer bauen. Wenn es schon Mittag ist, werde ich das schon noch tun. Denn so mega eilig habe ich es ja nicht. Es steht kein Geburtstag mehr an, auf den ich achten muss jetzt in diesem Monat. Normale Milch, die hebe ich wieder auf für den Kühlschrank. So, wie waren das Weinfässer nochmal? Kupfer, Eisen, Holz. Wie viel mal habe ich jetzt? 3. Entschuldigt, oh, der wollte raus. Junge, Junge. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. So, weitere 3 Weinfässer, die passen hier noch hin. Ohne Probleme. Und noch 3 noch weitere passen hin und die Kiste, ja gut, die könnte ich eigentlich auch nochmal woanders hinräumen dann. So, ach, Honig ist auch noch fertig, wie schön. Habe ich eigentlich Honig irgendwo auch mal aufgehoben? Ich glaube nicht, ne? Machen wir das auch mal, nur zur Sicherheit. Falls den mal irgendwer braucht. So, die Milch im Kühlschrank. Und ich bin nochmal weg. Tief unter der Erde. Bei den Skeletten. Hi, Pam. Und zwar wieder ab. Level 70, das hat sich gut bewährt. Da ist es erreicht, das Monsterjagdziel.
glaube, dann sind es nur noch diese Staubviecher, diese Dust Sprites, oder wie auch immer, die immer Kohle hinterlassen. Da muss ich nochmal gucken, wo die eigentlich am günstigsten zu finden sind. Schön viel Eisen. Das nehme ich tatsächlich nochmal mit. Und da ist auch noch ein Skelett. Dann haben wir halt 51 oder 52 erledigt. Dank des Galaxieschwertes ist es ja alles kein groß gefährliches Unterfangen mehr. Jade. Und dann hier. Sehr schön. Damit kann man doch arbeiten. Kein Eisen auf den ersten oder zweiten Blick, dann fahren wir mal wieder hoch. Holen jetzt die Belohnung ab und schauen mal, was wir dann sonst noch so machen können. So, Schleime, ja, da brauchen wir noch einige. Staubgeister, da brauchen wir natürlich auch noch richtig viele. Also ob ich das überhaupt noch schaffe. Eine Skelettmaske. Das sieht aber noch gruseliger aus als die Goblin-Maske. Ach, guck mal, was man jetzt hier auch kaufen kann. Galaxie-Hammer. 60, 80, 70, 90. Cool. Anderen Kram kann ich heute nicht mehr zurückbringen. Ein Staubgeister, da fehlt mir noch über die Hälfte. Das ist also... Das ist was für einen anderen Tag, würde ich sagen. Morgen wird es vielleicht mal Zeit, die Geoden zurückzubringen. Schauen wir mal. Eine ganze Menge Eisen, das ist schön. Barren machen.
muss ich mir noch überlegen, mit welcher Maske ich auf das Gruselfest gehe. Dieser Skelettmaske, die ich ziemlich cool finde, oder der Goblinmaske. Beides ziemlich abgefahren. So. Ich werde jetzt mal 3 Trüffelöl hier aufbewahren. Das sollte, glaube ich, schon reichen. Hier ist auch noch welches drin. Vielleicht reichen auch 2, dann habe ich was im Vorrat, oder? Kann der Rest doch im Verkauf. Ja, machen wir so. Buh, Schatz! Davon lässt sich nie beeindrucken. Wieder ganz viele Magnetringe zum Verkauf und andere Waffen, die es hier noch hat. So, dann für die Schatzkiste. Amethyst. Vorne Tränen. Das sind Geoden. Der Jade geht hier noch rein. Der ganze Rest kann eigentlich raus. Kommt ja vielleicht der Zeitpunkt, wo man so komplett alles erreicht hat, jede Freundschaft und so weiter, und dann kann man sich ja echt überlegen, ob man da so eine Art Ausverkauf macht oder so. Ist noch Zeit, warum soll ich die jetzt verschwenden? Kann ich nur online. Und wenn es nur im eigenen Teich ist. Mit den Skeletten wieder eine schöne Aufgabe vollbracht. Ein Waldspringer. Die heißgeliebte Joja-Cola. Noch eine. Mehr Müll. Ich überlege gerade, ob wir hier vielleicht nochmal umbauen sollten, dass das hier gleich mit reinkommt. Im Winter dann. Dann kann ich überlegen, ob ich das dann noch direkt hier anschließe. Oder die auch direkt nebeneinander baue hier. Ich kann das hier auch noch ein Stück zurücknehmen, dann sieht man hier nur den Durchweg nicht mehr so. Aber könnte ich die direkt nebeneinander bauen. Dann haben wir hier noch Platz für weitere so eine Häuschen, wo ich dann privaten Kram reinmachen kann, wie ich möchte. Ja, das wäre nochmal eine Überlegung wert. Ich habe hier genug Kram zum Verkaufen. Siehst du, jetzt wird's spät. Eisenbarren. Sehr schön. Ich könnte die Kisten vielleicht auch mal hier unten unterbringen und dann da oben so ein bisschen umbauen. Ein paar Regale noch hin oder so. Ja, mal schauen. So. Wieder ein schöner Tag. Der 26. Morgen ist das Halloween-Fest. Ja, neutral gesinnte Geister, dann brauchen wir da nichts Besonderes machen.
natürlich gehen wir zur Geisternacht. Mein Engel. Oh, wieder zwei fertig. Bestimmt die Einladung zur Geisternacht. Nein, wir haben 150 Holz für mich. Wow. Aber das ist die Einladung. Rutsche an Ernte ist doch. An Ernte ist soweit. Das wird wieder ein guter Tag. Ja, jetzt im Winter haben wir dann ja viel Zeit, dann kann man sich auch mal wirklich um so Verschönerungen wieder mehr kümmern hier. Entschuldigung, die Farben noch so ein bisschen anpassen. Das wird auch schön. Sehr gute Arbeit. Ja, wie schon prognostiziert, ist echt nochmal so eine Großernte jetzt hier. Alles ungefähr gleich fertig geworden. Das funktioniert ganz gut hier mit den Bäumen, ne? Ich auch. Wollte ich ihn jetzt wieder zu. Ach, da, die normalen, genau. Und die Äpfel und das und das und das und das. Das ist es im Prinzip, ne? Der Rest. Genau. Der Rest ist für draußen und für die Maschine hier bestimmt. Nö. Gar nichts. Quatsch.
hier mit einem silbernen Weizen, der bringt kaum Geld. Dann machen wir Mehl draus, so. Das bringt viel mehr. Glücklich aussehen. Wie viel Milch habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4. Oh, ich kenne noch 2 Kühe. Gut, ist schon fertig. Ich will ja gar nicht sehen, ob hier eine steht. Die Hilde hatten wir jetzt schon zweimal versucht. Schoko, und welche ist die letzte? Du, oder? Genau. So passt es. Alles weg, genau. Paralleles Blöken, das war lustig eben gerade. Stereo-Blöken. Ja, ich denke, hier kann man noch ein bisschen was anpassen. Ein stinknormales Ei, sehr schön. Das ist für den Kühlschrank. Kein versteinerter Schleim diesmal dabei gewesen. Skandalös! Ja, dann packe ich doch nochmal in die Mayo. Was soll ich mit denen hier? So, das Tagwerk vollbracht. Dann. Schauen wir doch mal. Was in den Drusen drin ist.
Totenkopfreiter. Wieder Sonntag. Das nervt ein bisschen am Gemeinen aus, dass man sie da dann nicht ansprechen kann. Auf die Aufgaben, die sie sonst zu erfüllen. Und dass die auch während Arbeitszeiten noch. Also während Öffnungszeiten. Verschwinden. Soll denen ja gegönnt sein, dass sie ihre Zeit auch darum hängen, oder? Und sich darauf verlässt, dass sie da sind und dann sind sie nicht da. Das ist doof. Den Besuch nicht völlig. Naja, umsonst ist er ja sowieso nicht, aber. Aber den Besuch mal ein bisschen nutzen hier. Nadine, sehr schön. Wow, da ist richtig was drin hier. Angeln ist nicht schlecht. Die waren ja für eine spezielle Fischmahlzeit nötig. Letzte Route. Kurz überlegt, in die Kneipe zu reiten, aber heute ist ja Freitag, das heißt, dann ist diese Hexe mit ihrem Schweinewagen wieder da und da möchte ich ja gern mal wieder vorbeischauen, gucken, was die so zu bieten hat. Juhu, Penny, Vorsicht. Land. Wilder Meerrettich, Weintraumsetzlinge, Peperonisaat, Lachsbeeren, Mohnmuffins, Zierlauch. 500 ist ein bisschen viel, ne? Formschnittbaum und Kaffeebohnen. Kaffeebohnen sind immer gut. Was wird mir denn hier angezeigt? Gewöhnlicher Pilz, du. Ich guck nochmal zur Hutmaus, denn ich hatte ja noch ein paar Erfolge wieder.
wäre ja was Neues. Na, Stupsi? Katzenohren, ja, sehr schön. Eine Hühnermaske. Nichts, was ich jetzt unbedingt haben muss dabei. Bald ist der Herbst vorbei und dann wächst da nämlich kein Gras mehr. So kann ich es auch wegmähen. Kann ich auch gleich mal. Aber das kann ich ja nochmal stehen lassen. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen mehr dabei raus. Was zeigt er da oben an? Ein Fliegenpilz. Und noch mehr Pilze. Pilze. Fast so gut wie Kekse, aber nur fast. So. Was geht hier rein? Das da. Und nur das. Hin. Oh. Das Inventar. Es ist voll. Es geht mit rein. So. Pilze, 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 Pilze. Kaffeebohnen. Levain. Sirup drin, wunderbar. So. Die Nachtunterbrechung wird eine Sekunde länger dauern, weil ich muss tatsächlich mal kurz aufstehen hier.
So, Freunde, entschuldigt die Unterbrechung, aber jetzt bin ich wieder da. Der Senfkohl hier, 56, macht richtig viel. Aber viermal Trüffelöl macht fast das Gleiche. Das sind schon ordentliche Unterschiede hier. In der Wertigkeit der Dinge. So. Heute ist das Gruselfest. Heute Abend um 10. Geister sind heute höchst unzufrieden. Morgen wird es klar und sonnig sein, das heißt, wir kriegen also auf jeden Fall dann nochmal Trüffelöl ab, das ist gut. Na, Lori? So. Dann ist nichts Neues. Abby spielt Musik. Oh, Gus hat ein paar Pancakes da gelassen. Es sind wieder so viele. Nein, das war keine Beschwerde. Das war Begeisterung. Fein, fein, fein. Nochmal. Genau, der ganze Weizen ist jetzt fertig. So, die Schocke. Und die Auberginen haben auch nochmal was abgeworfen. Auf Englisch Eggplants. Wenn ich mich da mal frage, warum, weil wie Eier sehen sie doch gar nicht aus. Hui. Okay, Augenblick, jetzt erstmal kurz sortieren hier. Nein, die will ich doch gar nicht einlegen. Uralte Früchte Marmelade mache ich jetzt gerade. Ja, sei es drum, drin sind sie jetzt ja eh. Kann ich ja nichts machen. Aber Absicht war das nicht. Stattdessen könnte ich hier mal so ein paar Silberqualität-Artischocken nehmen. Und daraus Pickles machen statt Obst. Das ist auch mal wieder was anderes. So. Und sowas wie hier? Nein. Okay. Gut, dann. Was wird hier unten angezeigt? Ein Riesentrüffel. Passt nichts mehr. Es passt nichts mehr. Ich lasse die Brille hier mal weg, weil so wichtig sind die jetzt auch nicht, die Quarzdinger da raus, weil ich habe so viel Bergkristallquarz über, wo ich was draus machen kann. Da brauchen wir die nicht unbedingt. Die gehen raus. Die gehen raus. Die geht raus. Die gehen raus. Wie sie sind, der Rest, also der Weizen kommt natürlich in die Mühle. Weil das ist ein
keinster Weise wert, den irgendwie zu verkaufen, einfach von der Ertragsmenge her. Und sagen könnte, hey, dafür lohnt sich das. So. Bertha? Liebe Schoko? Da hast du mir einen hingelegt. Ja, da hast du mir einen hingelegt, du. Mal gucken, ob ich an den rankomme, von der anderen Seite. Jericho auch. 4, 5. Eine fehlt wieder. Molly habe ich schon. Brownie habe ich eigentlich schon. Super habe ich schon. Ist hier hinten wieder eine von euch? Nein. Truhe habe ich schon. Die habe ich schon. Welche habe ich denn noch nicht? Molly hatte ich noch nicht. So. Mal gucken, ob ich da außen lang komme ich noch hier durch den Wald. Ich habe mich schon fast befürchtet, dass es hier gar nicht mehr geht. Ist der hier weg? Was ist denn der Zapfen? Ist gar keiner abgefallen? Achso, kann ich nicht aufnehmen. Egal. Jetzt gucken, sind die neuen endlich mal geschlüpft hier? Nein, immer noch nicht. Was war das? Achso, das war meine Totenmaske. Ich dachte gerade, der wäre ein weißer Slime. Weißer Slime. Ein weißer Slime. Ja. So, und jetzt nochmal schnell in die Stadt, in der Hoffnung, dass Gastein diesmal, das war wahrscheinlich, die Pfannkuchen waren seine Entschuldigung dafür, dass er nicht da war. Das hat er bestimmt gehört irgendwo. So ein Gossip. So, ich fahr kurz in die Stadt, bis später. Kann ich gerade nicht in die Stadt rein, wegen heute Abend? Mist. Noch ein Tag, wo ich das nicht abholen kann. Na gut. Dann treiben wir uns halt in der Gegend rum.
Der gute Goldmais. Ja, was haben wir denn hier alles Schönes? Genug von allem. Das war viel zu viel Amaranth, denn letzten Endes davon habe ich ja auch 10 silberne und 4 normale. Bringt jetzt aber auch nicht so viel, dass es jetzt dringend wäre, den zu verkaufen. Also, egal. So. Mit der Wintersaat. 268. Könnte reichen. So, was haben wir hier alles Schönes? Oh, Pfifferlinge. Passt du hier nicht durch? Scheinbar nicht. Dann latsche ich halt ein bisschen durch die Gegend. Ich kann ja nochmal zum verwunschenen Wald rüber latschen oder so. Schleims klopfen. Wenn wir schon hier sind, natürlich auch das Holz mitnehmen. Müssen wir noch schön aussehen. Wenn es schon sprudelt, ne? Das war knapp, aber sollte noch klappen. Ja, dann nehmen wir eine ordentliche Karpfenernte mit hier. Aber das war das letzte Sprudeln.
sollte vielleicht nochmal zu dem Magier hin und eine Junimo-Hütte bauen lassen. Nochmal gucken, was dafür gebraucht war. Ich glaube, ganz viel Pflanzenfaserzeug, was nicht das Problem ist. Na? Neun Sternfrüchte, die sind das Problem. Die muss ich erstmal im Sommer wieder neu anpflanzen. 20.000 sind wirklich nicht das Problem. 200 Steine auch nicht. So. Was war das? Ein Erdobelisk, der mich in die Erde... Ach, in die Erde. In die... Da brauche ich jedes Mal eine Million für, ne? Also, wenn mich in die Berge bringt, mache ich natürlich. Für den Strand. Aufdauer von Unkraut. Zäune. Ja, nicht für 10 Millionen, das lohnt sich nicht. Was hatten wir hier nochmal? Aussehen möchte ich eigentlich nicht. Oh, die böse Hexenhütte. Was war das nochmal? Monster in der Nacht auf mein Hoch kommen. Könnte ich machen, um mal ein bisschen Abwechslung noch zu haben. Da bin ich am Bahnhof. Mal eben durch die Welt teleportiert. Ich könnte ja, bevor die Gruselnacht beginnt, mich nochmal schön im Bad eine Runde aufladen, aufwärmen. Herrlich. Füllt das nicht Energie auf? Ich dachte, Lebensenergie wahrscheinlich heilt das jetzt. Und jetzt muss ich mich beeilen, denn das Fest beginnt. Sonst komme ich da nicht mehr rechtzeitig hin. Ziehen. Ich war schon lange nicht mehr schwimmen. Und los geht's wieder. Passende Maske habe ich ja auf. Nicht, dass ich jetzt schon zu spät bin, dass es gleich zu Ende ist. Nein. Alles gut. Zwei davon. Versuche wieder im Irrgarten den goldenen Kürbis zu erringen. Jedes Jahr. Tada! Der goldene Kürbis zum dritten Jahr in Folge. Ja, wenn man erstmal weiß, wo es lang geht, ne? Ja.
Was, Sam? Eines der Geheimnisse, selbst wenn wir sehr gute Freunde sind, werde ich Ihnen das nie verraten. Denn ich will den goldenen Kürbis für mich haben. Uah. Angst haben. Ich gehe dann mal wieder. Das Schöne ist, dass es mich jetzt hier gleich wieder ganz nach Hause gebracht hat. Die Pilze. Nein. Ich glaube, davon schicke ich gar nichts weg. Laternen hier oben hinstellen. Hier daneben oder so. Sehr schön. Ja, nun wird es Zeit zu schlafen. Drum weg mit all diesem irdischen Ballast hier. Und ab ins Bett nach einem gruseligen Fest. Das heißt dann auch... Ja, das heißt dann auch, dass ich die, die Gruselkappe wieder abnehmen kann. Der war ja für dieses Fest speziell gedacht. Ich trage noch einmal meine Goblin-Maske. Und dann muss ich ja die Weihnachtsmütze langsam aufsetzen. Also, gute Nacht, Freunde. Auf in den letzten Tag. Den letzten Tag des Herbstes. 2500, ne? Kann man mal nehmen. Ich habe ja schon einen. Warum soll ich da noch einen zweiten von aufheben? Auf meiner Seite. Na dann. Danke, Schatz. Finde ich Bombe, wie sie mich immer mit Bomben versorgt. Lucky. Und Laura. Kurz in den Keller gucken, über Nacht, was da entstanden ist. Nein. Mani, danke. Das ist ihre Art von Refunds, würde ich sagen. 341 von 480. Mit anderen Worten. Damit kommen wir eine Weile.
ist es langsam Zeit jetzt für, nicht so langsam, sondern es ist Zeit für die letzte Herbsternte. Also alles wegnehmen hier. Süßkartoffeln sind tatsächlich pünktlich auf den letzten Tag nochmal was geworden. Hier ist sogar noch eine Rübe, die ich vergessen habe. Da noch gepflanzt haben, wurde nichts mehr. So. Dann die Sonnenblumen hier. Und da war die Hütte voll. Ja, das war's. Ich habe genug Platz jetzt für die Sachen. Dürfte keinen Platz mehr frei sein. Genau, ich schleppe auch immer noch diese Pfannkuchen mit mir rum. Die ich doch schon längst mal wegpacken können. Und ganz viel Wein wieder fertig. So, das. Ne, hier war ja soweit nichts. Jetzt habe ich hier 64 Weinflaschen. Ich produziere schneller, als ich sie verbrauche. Ich nehme mal so runter. So 50 hier drin haben. Dann lasse ich endlich mal die Pfannkuchen hier. Habe ich hier noch welche irgendwo drin? Ja. Das Mehl natürlich noch. Ist aber auch erstmal gut aufgestellt. Weitere Rezepte. Was habe ich da vorweggeschaut? Ach, der Mais war das. Alles klar. Ah, doch noch einen Pilz vergessen. Noch ganz viel Kram vergessen. Das Ding hier rein. Manchmal ist man so richtig betriebsblind, dann irgendwann dann sieht man die ganzen Sachen, die man in der Tasche hat, einfach gar nicht mehr. Ja.
Pilze, die hebe ich ja vor allem deshalb auf, weil man daraus so Lebensenergietränke brauen kann. Deswegen verwende ich die nicht zum Verschicken oder so. Feenrosen werde ich nichts verschicken. Die kommen hier komplett in die Blumensammlung rein. Vielleicht kann ich sie für weitere Feenrosensamen dann mal verwenden oder so. Aber vor allem sind es ja sehr, sehr tolle Blumen. Die möchte ich einfach nicht verschicken. So, und bevor ich jetzt mich um die Tiere kümmere, jetzt wird ja wohl hoffentlich der Gast da sein und ich zu ihm hin können. Mich ein letztes Mal dieses Jahr. Diesen Herbst diese Dinger öffnen lassen kann. Im Winter wird es bestimmt öfter vorkommen. Na gut, dann bringen wir mal noch Kupfererz mit. Diesmal nehme ich aber die Abkürzung dann. Und eine Haselnuss. Na also, Gast, da bist du ja. Dafür nicht übel. So, Werkzeuge verbessern. Ausverkauft. Geoden aufbrechen? Nicht. Habe ich das schon? Das sieht neu aus, Malachit. Klingt nicht selten, aber sieht neu aus. Auch schon Schiefer ist klar, Tigerauge. Alles schon mal da gewesen. Ich danke dir, mein Freund.
Schweine noch vergessen. Ach, irgendwas ist immer. Aber kein Stress, wir haben jetzt alle Zeit. Das Erntejahr ist durch. Und ein Zug fährt durchs Tal. Schnell versuchen. Das war ja schon lange nicht mehr, dass ein Zug durchkam. Verlieren. Schade. Nö, hat nichts verloren. Ach, irgendwo da hinten. Da wollte ich gar nicht hin. Ich frage mich, ob ich den, wenn ich den Honig hätte, wenn ich die Blumen noch hätte, bis heute Abend stehen lassen, ob wir dann jetzt keinen Wildhonig, sondern den Feenrosenhonig nochmal bekommen hätten. Schöne Lieben. Und jetzt ist es feierlich Zeit, hier zuzumachen. Und auch bei euch. Die Wintersaison steht an, Freunde. Eins. Hallo, was ist los? Dicke Zorder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jawohl. Na, dann kann ich ja noch mal gucken. Hier noch irgendwo ein Trüffel abgesprungen. Da welche, die man nicht sehen kann hier. Ein bisschen versteckt, nein. Das sieht nicht danach aus.
So. Sehr schön, ja. Wenn ich das jetzt machen will, dass dieses Haus hier direkt daneben kommt. Oder das hier hoch. Dann muss ich hier ja auf jeden Fall Steinzäune wegnehmen. Und Wegplatten. Das auch erstmal. Dann hier so ein bisschen die Variationsmöglichkeiten. Ich glaube, hier das lasse ich. Hoppsa. Ich glaube, der Platz reicht ja hier aus. Das lasse ich hier so mit dem Eingang. Und dann kommen wir das Haus direkt daneben bauen und den Steinzaun dann so ein bisschen eine Kurve machen oder so. Das Lagerfeuer. Was hat's hier unten hin? Hier bleibt alles wie gehabt. Das ist ja auch alles wunderbar. Hier ist alles in Ordnung. Und die Sachen wegkratzen, das macht morgen mehr Sinn. Das geht nämlich mit der Sichel viel leichter. So, Freunde. 22 Uhr. Wir sind durch für den Herbst. Ich muss noch ein paar Sachen wegräumen. Und dann war es das mit dieser langen Folge. Lang, aber wichtig. So, irgendwas Schönes, was wir kochen können. Eine ganze Menge, ja. Müssen wir aber gerade nicht. Das Ding schläft. Feuerkristall. Ja, gut. Dann haben wir's. Liebe Freunde, bis zum Winter. Macht's gut. Tschüss.